Jiu-Jitsu ist back, bunt und verbindet. Unter diesem Motto veranstaltet der Berliner Jiu-Jitsu-Verband am vergangenen Samstag seinen einzigartigen Integrationslehrgang. Hier sind alle willkommen und die TeilnehmerInnen bilden eine bunte Gruppe aus verschiedenen Geschlechtern, Altersgruppen, Nationen und Erfahrungsgraden. Alle, die Jiu-Jitsu betreiben, haben sich hier auf der Matte jetzt zusammengefunden, um Spaß zu haben und um sich kennenzulernen. Angeleitet wird der Lehrgang von dem Vizepräsidenten der Jiu-Jitsu African Union, Dr. Tsegaye Dejinee. Neben zahlreichen Kennenlernspielen zeigt er den Jiu-Jitsuka verschiedene Techniken aus dem Sport und lässt ihnen dabei die Freiheit, den Lehrgang selbst mitzugestalten. Die Techniken sind so deduktiv, die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, sich mit dem Technik einzuwerden und von anderen zu lernen. Dejinee ist zudem Vizepräsident der Ethikkommission der Jiu-Jitsu International Federation und bietet den TeilnehmerInnen viele neue Eindrücke und ein einzigartiges Programm. Man lernt auch mal wieder andere Leute kennen, man hat andere Trainingspartner, hat neue kreative Einflüsse aus anderen Sportschulen oder Sportrichtungen und das bereichert dann immer ganz gut und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich hatte gute Partner heute, ich habe neue Techniken und Sachen gesehen und gelernt und das ist genau, glaube ich, der Sinn solcher Veranstaltungen. Gemeinsam sollen die Jiu-Jitsuka nicht nur neue Techniken kennenlernen und ihre persönlichen Fähigkeiten verbessern, sondern auch zusammen Probleme lösen und damit ihren sozialen Horizont erweitern. Mir hat am besten gefallen, auch Leute aus anderen Gruppen und Vereinen zu treffen und mit denen zusammen zu trainieren und diese unterschiedlichen Gürtelgraduierungen zu haben und von vielen Menschen vieles zu lernen und in Austausch zu gehen. Der Berliner Jiu-Jitsu-Verband hat bei seinem Integrationslehrgang nicht nur die Vielfältigkeit des Kampfsports zum Ausdruck gebracht, sondern gemeinsam mit seinen Jiu-Jitsuka unterschiedlichster Herkunft bewiesen, Jiu-Jitsu ist back, bunt und verbindet.